Codenames Disney. Ja, ein weiteres Codenames Universum Spiel, aber diesmal mit Disney Brand. Disney zieht eigentlich immer, oder? Oder auch nicht? Wir schauen uns das Ganze mal an. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei MeepleDad, heute mit Codenames Disney. Ja, Codenames ist nichts Neues, das Spielprinzip bleibt auch gleich, aber wir befinden uns jetzt im Disney-Universum mit sämtlichen Disney-Stars von Minnie und Mickey und hier haben wir Cinderella. Ist das Cinderella? Nee, das ist glaube ich gar nicht Cinderella. Und hier Toy Story und jede Menge andere Charaktere, die noch dabei sind. Wenn ihr wissen wollt, was alles dabei ist und wie das Ganze im Detail ausschaut, dann bleibt mal kurz dran für den Quick-Check. Ja, herzlich willkommen in der Welt von Codenames. Ja, Codenames ist ja jedem ein Begriff, nehme ich an. Und genauso ist das jetzt hier aufgebaut. Ihr kennt Codenames eigentlich mit den Begriffen. Und was passiert bei Codenames Disney? Wir sehen natürlich alle Disney-Charakteren von Mickey Mouse über Susie und Anna und Peter Pan und Ariel und wie sie alle heißen, Gaston sehen wir hier unten und Zazu. Ja, also wirklich viele, viele Charaktere und die Spielregeln sind die gleichen wie bei Codenames auch. Kennt ihr die nicht? Schaut euch mein Video zu Codenames an. Da gehe ich jetzt gar nicht mehr so ins Detail. Wir haben hier wieder die Karten, die Codes quasi, die die Teams knacken müssen. Wir sagen einen Begriff, ja, und wir sagen eine Zahl und das gegnerische Team bzw. das eigene Team muss dann eben auf die entsprechenden Lösungen kommen. Ja, was ist hier neu bei dem Spiel? Sage ich euch eigentlich nichts, außer dass es eben irre viele Disney-Charaktere gibt. Und ich sage euch eins, ihr werdet nicht alle kennen. Eure Kinder kennen da bestimmt mehr als wir, weil wer weiß denn schon, wer das hier ist? Ja, hier ist noch Vaiana, das kenne ich noch, aber wer weiß, was das hier ist? Keine Ahnung. Wie soll man das denn spielen, wenn man nicht weiß, wer das ist? Sage ich euch auch. Für alle Erwachsenen, die nicht so filmaffin sind, auf der Rückseite steht, wer es ist. Ja, also auf der Rückseite steht immer, wer ist was und aus welchem Film. Das steht natürlich nicht dahinter, ne? Aber wie der Charakter heißt. Ne? Hier haben wir Zazu, hier haben wir den kleinen Robert Parr, ja, also von den Incredibles. Hätte ich auch nicht gewusst, wie er heißt. Aber das sind eben jede Menge Disney-Charaktere. Ne? Das ist auch ganz schön gemacht hier, Platten, die man dann drauflegt. Da sind hier dann Disney-Charaktere als Silhouette dabei. Wir haben hier den kleinen doppelseitigen, auch ganz schön mit den Mickey-Maus-Ohren. Der Ständer hier, wo man eben die Codes reinsetzt hier, das ist auch in Disney-like, in Disney-Look. Und eine Besonderheit, die anders ist, wir können das hier kindergerechter aufbauen. Eigentlich gibt es hier das 5x5-Raster. Wir haben aber auch noch ein 4x4-Raster, was das Ganze ein bisschen einfacher macht, ein bisschen übersichtlicher. Und da haben Kinder den leichteren Einstieg. Ja, ansonsten kann ich euch dazu eigentlich gar nicht mehr so viel erzählen. Wie gesagt, Codenames ist den meisten ein Begriff. Und schaut euch an, wie viele Disney-Charaktere oder Szenen aus den Spielen, aus den Filmen hier dabei sind. Wie gesagt, ihr kennt sicherlich nicht alle, aber es sind tonnenweise dabei und ihr werdet sicherlich auch sehr, sehr viele davon wiedererkennen. Ja, und das ist letztendlich Codenames Disney, wie es ausschaut. Das nur, damit ihr so einen kleinen Einblick davon habt. Und was ich darüber denke, kriegt ihr wie immer jetzt zu hören. Also los! Ja, da sind wir wieder. Hakuna Matata, sage ich nur. Ja, das ist Codenames. Das ist nichts Neues. Codenames sollte jedem ein Begriff sein. Wenn nicht, dann schaut euch das mal hier oben an oder hier. Ja, es ist das gleiche Spielprinzip wie eben auch das Original. Da hat sich auch bei den ganzen Codenames, ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile gibt, ich glaube 5 oder 6. Und jetzt hat sich eben Disney auch noch diesen Brand unter den Nagel gerissen, beziehungsweise die haben das mitgebrandet und wollen da mitverdienen. Ja, aber was ist jetzt besonders an diesem hier? Ganz einfach, Disney. Disney zieht einfach immer. Disney ist mittlerweile so groß und es sind so viele Dinge da drin, dass hier nicht Star Wars mit dabei ist. Wundert mich, weil es ja auch in dem Universum ist oder Marvel. Aber ich bin mir sicher,
In die Richtung wird auch noch gedacht. Aber das hier sind natürlich Kindercharaktere. Ja, da sind hier wirklich Mickey und Minnie und hier ist die Ariel und hier ist König der Löwen und hier ist Aladdin und alle sind sie dabei. Nemo nicht zu vergessen. Alle sind sie eben dabei, die das Kinderherz höher schlagen lassen. Und so bekommt ihr eure Kids auch mal zu Codenames. Ja, das ist natürlich vom Spielprinzip her, ist das noch ein bisschen knifflig für die ganz Kleinen. Ne? Jetzt wird es hier empfohlen ab 8 Jahre. Ja, natürlich. Ja. Vorteil ist, man muss nicht mehr lesen. Wer hier lesen muss, sind die Eltern, denn ich bin mir sicher und ich wette mit euch, ihr kennt nicht alle Charaktere, die hier drauf sind. Ja. Werdet ihr namentlich nicht kennen. Ihr könnt sagen, von welchem Film die sind, aber ihr könnt sie mir nicht namentlich nennen. Und wenn man es nicht kann, dreht man das Kärtchen um, auf der Rückseite steht, wer es ist. Ja, also auch da ein Lernfaktor für die Erwachsenen. Ja, da können dann die Kinder sagen, Mensch, Papa, das ist doch hier der und der aus dem und dem. Schaut mal genau hin, bei dem, was sich eure Kinder im Fernsehen angucken. Dann habt ihr hier auch eine Chance bei dem Spiel. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich jetzt auf Disney gemünzt, um auch kleinere Brettspielbegeisterte auch zum Thema Disney zu bringen. Oder umgekehrt, Disney-Begeisterte zum Thema Brettspiel bringen. Und da Codenames ein bewährtes Prinzip ist, ein bewährtes Brand schon ist im Brettspielsektor, bin ich mir sicher, dass das zieht. Ja? Also allein Mickey und Minnie und Disney vorne drauf, da muss ich Codenames nicht für kennen. Ja? Und umgekehrt, ich kenne Codenames und sage, oh, Disney, ja, das ist super interessant. Disney zieht immer. Ja, das ist einfach bei mir auch. Seht ihr ja, da steht's. Ja, ich konnte nicht dran vorbei, es musste her und ich bereue es nicht. Alles, was mit den Cartoons zu tun hat, rund um die Disney-Franchise, das ist einfach niedlich und das ist schön. Das weckt Kindheitserinnerungen. Auch bei euch weckt das Kindheitserinnerungen. Ne? Mit Baloo, ja, und Bagheera und den ganzen alten Stars, die auch dabei sind. Ne? Nicht nur die neuen, sondern auch die alten sind dabei. Ja, also wie gesagt, ein bunter Mix. Ich freue mich, es ist schön, es ist ja schön illustriert, muss ich nicht sagen. Das sind ja Originalillustrationen aus den Filmen. Wirklich, wirklich schön. Und wenn ihr Codenames mögt, dann nehmt das mit und eine Familie habt. Ja, wenn man das nur in der Erwachsenenrunde spielt, kann man sich vielleicht drüber lustig machen, wenn man die Charaktere nicht kennt. Aber ansonsten ist das ganz klar auf die Familie und auf Kinder oder mit Kindern gemünzt. Ja. Wie gesagt, noch nicht die ganz Kleinen, aber die Größeren, die sollten auch schon ein paar Filme davon kennen, ein paar Charakteren. Aber dann macht das natürlich Spaß. Ja. Also wenn ihr Codenames kennt und ihr habt eine Family, da. Ja. Und wenn ihr Disney-Fan seid und ihr kennt Codenames noch nicht, bitteschön. Ja. Mit 2 verschiedenen Schwierigkeitsstufen, ne? Einmal mit 4x4, einmal mit 5x5, super, das passt schon und da kann man nichts falsch machen, glaubt's mir. Und nichts falsch machen könnt ihr auch mit meinem nächsten Video, bleibt dran oder schaut euch ein paar an, die ich hier verlinkt habe, ansonsten abonniert ihr mich und lasst mir ein Glöckchen da, ein Like, kommentiert, was das Zeug hält und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Meeple Dad, ciao.